Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Karte der Kiebel. Haben wir mal wieder die Maschinen ein bisschen leiser gemacht. War doch ein bisschen zu laut. Hätte man nur loslassen. Ja, und jetzt, wie man sieht, läuft die Aussaat. Der Zug fährt wieder. Brauchen wir sie auch nicht. Ja, wir hatten kurz pausiert. Ich habe mir Kaffee fertig gemacht. Ja, die Soja ist leider auch noch nicht ganz so weit. Auf jeden Fall scheint fertig zu sein. Unkraut ist auch gewachsen. Wenn der fertig ist, oh man, da fehlt ja ein Riesenteil davon. Oh nee. Werden wir gleich auf Unkrautbekämpfung gehen. Das heißt, wir fahren den jetzt zurück. Und dann, oh je, yeah, ho, ja, ja. Unfall! Keiner gesehen! Baum ist davor! Ja! Na! Ja, so ein kleiner Unfall, ne? Ja, ist schlecht. Ich will den Rad leider nicht holen. Natürlich ganz, ganz ungünstig. Ja. Der Verkato. Das hier für Kato. Also wenn wir das noch heute noch schaffen, dann ist gut. Der würde sich vielleicht aufrichten. Ja. Fahren wir vorwärts, ne? Und dann nutzt auch nichts. Den Verkato. Wir müssten mal da wird nix. Das war nix. Geben wir noch einen kleinen Schubs. Jo, wir haben es geschafft. So, jetzt fahren wir mal ein bisschen vorsichtiger zurück.
gar nicht, wo diese Karte war. Ich war eher gemeint hier. Mit einer Farbe Rot hier. Beziehungsweise meine Lenkung, die hat keinen Widerstand. Aber ich wollte jetzt nicht gerade beigehen und müsste eigentlich noch andere Technik haben. Oi. Der Unkopfbekämpfer ist genau da vorne. Hat unseren Fass. So. Dann fahren wir mal ganz kurz in die Garage. Natürlich habe ich die Zeit wieder vergessen zu aktivieren. Aber ich denke mal, wir werden die halbe Stunde nicht erreichen, ungefähr. Ja. So. Was wäre das? Der Schaden ist noch in Grenzen. Traktor. Junge. Lenkung nicht in Ordnung ist auch noch viel. Sobald der Kursbeifahrer fährt, mit Unkraut, werden wir das gleich wieder aktivieren. Beziehungsweise das gleich machen. Weil. Dazu werden wir mal ganz kurz einen Kurs laden, und zwar Unkrautbekämpfung Feld 60. Dann werden wir eine Überführung einschalten, Feld 60. Einstellen. Ah, der will zum Feld. Ja. Das wollten wir gerade nicht. Wollte ja mal fahren lassen, damit ich meine Lenkung machen kann. Da ist ein bisschen warten, bis sich die Hardware das erkennt. Beim ersten Mal klappt es ja nicht. Heißt, hat es nicht erkannt. Beim zweiten Mal. Weiß nicht, warum man so ist. Aktuell etwas zu hoch. Drei kommen nicht geboren, das ist nicht gut. Aha. Okay, dann fahren wir mal hin und dann laden wir.
den Kurs. Ganz schnell, ganz fix. Und dann machen wir den Holz weiter. Wow. Bei Feld 60 haben wir keine Probleme haben mit den Wachstumsstufen. Da haben wir eine drin. Wie gesagt, aussehen auf Stufe 5. Kann man nicht machen. Das geht zu schnell. Da kommen wir hinterher bei der Größe. Reingefahren. Ein Ding. Mittlerweile schon Dienstag. Hoffe, ihr seid gut in die Woche reingestartet. Laut Wetterbericht soll es ab Dienstag dann kühler werden. Können wir nur hoffen, ne? So, dann einmal gucken, wir haben erstmal gelöscht, das ist gut. Jetzt haben wir den geladen, jetzt kommt noch eine Überführung, Feld 60. Anhängen. Ersten Akt, ersten Wegpunkt. Sobald das läuft, können wir sagen, jetzt gehen wir Holz machen. Ja, das läuft. 60 ist noch überschaubar von der Größe her. Ich hoffe, ihr hört die Klimaanlage nicht. Ich leider ja, zu laut. Warum hört sie aus? Grünzeug. Wisst ihr nicht, wo du hin willst? Na ja. Wie immer dir. Wir brauchen noch ein bisschen Geld. Bäume. Mit Bäumen kann man Geld machen. Der Notkaum hat noch einen Wald. Aber den Ambestan ist sowieso auch reif. Mittlerweile 10:35 Uhr. Naja, auf Stufe 1 kann man sich ausmalen ungefähr. Wie weit wir noch warten müssen. Ich kann nicht. So, kurz überlegen. Also die Performance ist besser geworden, 1.4, Patch.
Ich glaube, die Bildqualität passt und Ton auch. Scheint ein großer zu sein. Ein dicker. Ein dicker ist auf jeden Fall, aber nicht groß. Egal. Wir machen den für Geld. So, Landschutz läuft. Die Ausfahrt auch. Und das ist alles nebenbei läuft, kann man nicht schnell laufen lassen. Das gibt nur Probleme. Das heißt, auf 5 können wir theoretisch laufen lassen, wenn die Aussaaten. Der Unkraut ist nicht ganz so wichtig, wenn er noch gerade gewachsen ist. Aber wie gesagt, es gibt ja das Problem, dass Unkraut nicht geschafft wurde, dass wir sofort Verluste haben werden in puncto Verluste. Wir würden ja nicht alles, also die Erntertrag würde ja weniger werden. Das wäre äußerst ungünstig. Können wir mal verkaufen, ne? Schauen wir, wo unser LKW steht. Da ist er ja. Da haben wir Licht angelassen. Ah. Die Batterie leer. Ah, Glück gehabt. So. Haben wir rechts auch nicht. Müssen wir ganz kurz gucken. Start. Wood. Wood ist abladen. Rechts. Aber wie passt das? Okay, die wollen nicht einmal die hier, ne? Ist doch gar nicht. Wir mal kurz abladen, ne? Ich
Können wir nicht lieber, wenn die oben drauf liegen? Ach, wir sind länger dabei jetzt. Ah ja, okay. Da habe ich länger jetzt bei. Längere Bäume. Anderes Maß. Ups. So, Fahren aufnehmen ist ungünstig. Also einer ist. Ich gehe mal ab und dann werden wir ganz kurz deaktivieren, aufladen. Ein paar können wir noch. Wenn ein Baum nicht wäre, abladen. Wir werden noch ein bisschen anders einrichten. Acht Meter werden wir bei vier nehmen. Könnte sein, dass ein bisschen kompliziert wird. Dann müsst ihr mir einen anderen Anhänger besorgen, der größer ist. Okay, das reicht. Binden wir mal fest und fahren wir jetzt mal zum Segelberg. Kurz kurze Zeit. Ja, das schaffen wir noch. Aber nicht zu schnell, sonst fallen wir wieder um. Bin sehr wackelig heute. Der eine Stamm ist genau richtig für Radfahrer, ne? Zum Einfangen meine ich jetzt. Zum Wegstoßen nicht, zum Einfangen. Wenn man richtig zielt, gibt es einen kleinen Schubs. So, dann noch kurz Kaffee trinken. Genau die Temperatur, nicht zu heiß und noch nicht zu kalt. So, da haben wir es. Ich bin ja gespannt, was das bringt. Oh. 37.000. Nicht schlecht, das Ding. Was kostet eigentlich so ein Anhänger? Wenn wir mal gucken, wo ich überhaupt habe. Wo habe ich so einen Anhänger? Eigentlich Forsttechnik. Front, Dollys, Radlader, Ballentechnik. Forstmaschinen, da könnte es schon sein. Zwölf Meter. 20 Meter. Aber ist er mit Autoload? Das weiß ich nicht. Den habe ich. Und der geht auf jeden Fall. Und das weiß ich nicht genau. Das weiß ich auch nicht.
Jetzt auch dann nicht dahin zu fahren und dann hinterher festzustellen, oh, hat nicht funktioniert. Lass mir lieber. Wäre noch eine Variante für meinen Test. Außer der Reihe. So, was haben wir jetzt? Zeit? So, wollen wir von einer Flucht. Das soll es für heute gewesen sein. Würde mich freuen, auf ein Wiedersehen. Ich sage schon mal danke fürs Reinschauen. Dann seid mal schön um den Winkel. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ne? Ciao, ciao.